Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C++. Heute geht es um Klassendefinitionen, die wir in Header-Files speichern werden. Ja, warum machen wir das Ganze? Naja, wir wollen nachher diese Klasse nicht, also wir haben nachher wahrscheinlich mehrere Klassen für ein Projekt da. Zum Beispiel, wenn ihr an ein Computerspiel denkt, da gibt es eine Klasse für den Spieler, eine Klasse für die Grafik, eine Klasse für Texturen, eine Klasse für, keine Ahnung, das Umfeld, ein Baum hat eine Klasse, ein anderer Baum hat nochmal eine andere Klasse und so weiter und so fort. Also da habt ihr dann am Ende sehr, 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 sehr viele Klassen und wollt die normalerweise nicht alle in einer Datei haben. Eine Datei mit über 100 Zeilen ist schon fast, ja okay, das stimmt nicht, aber eine Datei mit über 1000 Zeilen ist auf jeden Fall schon lang. Und wenn ihr da irgendwie knappe 1000 Klassen habt, dann ist schon mal relativ viel, ne? Okay, was man dann also macht, ist, man lagert Klassen aus und includet sie dann, so wie wir hier stdio included haben. Okay, wie macht man das jetzt? Naja, wir generieren uns jetzt hier eine neue File und diese Datei werden wir vector.h nennen. Okay, vector.h enthält jetzt nur die Definition von meiner Klasse. Das heißt, ich kopiere mir das hier mal da rein, aber Vorsicht, ich benutze eigentlich sehr, sehr, sehr wenig davon. Also ich schreibe hier gerade mal oben drüber in einem Kommentar, dass das hier, wobei wir sehen es hier oben, ist. Ich glaube, ihr könnt es lesen, dass das hier die Header-Datei ist. Okay, wir benutzen hier also public static in dimension und die double xyz und als hier unten als Funktion haben wir einen Konstruktor, Vorsicht. Wir haben nicht die Implementierung von dem Konstruktor. Was wir hier drin haben, ist einfach nur, dass es einen Konstruktor gibt. Das heißt, wir sagen in der Header-File, okay, du, es gibt da einen Konstruktor, aber wie er aussieht, musst du woanders nachlesen. So, genauso wie die Überladung von dem Operator hier. Es gibt einen Operator, aber wie er aussieht, musst du dir woanders zusammensuchen. Und es gibt eine Print-Me-Funktion, hier machen wir das kurz mal raus. Es gibt eine Print-Me-Funktion, aber wie sie genau aussieht, das kriegst du woanders her. So, jetzt haben wir hier sozusagen alles, was wir brauchen, um diese Klasse hier als Header zu benutzen. Jetzt müssen wir allerdings noch ein bisschen mit dem Include-Guards arbeiten. Diese Include-Guards sind sehr, sehr wichtig. Und zwar, wenn diese Datei schon definiert ist, also dann, wenn diese Datei schon einmal definiert wurde, dann wird sie nicht nochmal kompiliert. Aber wenn sie noch nicht included oder definiert wurde, dann muss sie kompiliert werden. If not defined, wie nennen wir sie? Vector Bodenstrich H, also quasi die Header-File von unserem Vektor. Hier könnt ihr irgendeine Variable hinschreiben, das ist völlig egal, wie die heißt, sie muss nur konsistent gleich heißen. Aber normalerweise nennt man sie einfach so, wie diese Datei tatsächlich heißt, also Vector.h wird zu Vektor Bodenstrich H, weil wir keine Punkte schreiben dürfen. Also wenn diese Datei noch nicht, oder wenn diese Konstante noch nicht definiert wurde, dann definiere diese Konstante, define Vektor Bodenstrich H. Und wenn sie schon definiert wurde, dann überspringen wir einfach alles, nämlich end if hier unten. Also, das hier ist sozusagen meine if-Bedingung, falls noch nicht definiert, kompilieren und definieren, alles schön fertig machen. Und falls es das schon gibt, überspringt das Ganze und geht zum Ende. Das macht, dass ich hier tatsächlich diese Vektor.h-Datei nur ein einziges Mal kompilieren und ein einziges Mal definieren muss. Und jetzt habe ich sozusagen viel, viel Rechenaufwand auch gespart. Wenn ich das vor allem für viele Klassen habe, dann ist es durchaus einige Minuten weniger. Okay, na vielleicht keine Minute, aber trotzdem. Gut, New File. Hier kommt jetzt in die Vektor .cpp, also C++, da kommt jetzt der tatsächliche Code von unserem von unserer wunderbaren Header-File rein und wir sehen in unserer Header-File, wir brauchen den Code für die also für den Konstruktor und für den Operator plus und für die Print-Me-Funktion. So, da habe ich euch jetzt schon gezeigt, wie das im Prinzip funktioniert. Wir nehmen uns einfach das Ding hier und kopieren das hier rein. So, aber Vorsicht, wir müssen hier oben jetzt noch die Header-Datei inkludieren, also Hashtag include und hier kommt jetzt die Header-Datei rein. Achtung, wichtig, dass ihr hier diese Anführungsstriche nicht die Spitzenklammern nehmt, sonst wird sie nicht gefunden. Wenn ihr nämlich die Spitzenklammern nehmt, dann wird im Klassen, also quasi in eurem Installationspfad gesucht, ansonsten sucht es bei euch da, wo ihr gerade seid, in dem Pfad. Und zwar die Vektor
Vektor.h. Das ist meine File, also brauche ich die hier drin. Okay, so, und jetzt brauche ich hier natürlich auch noch, dass das zu meiner Klasse gehört. Und dazu gibt es diesen Klassennamen, also Vektor ist mein Klassenname, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Vektor. So, das ist jetzt, das ist der Konstruktor der Klasse Vektor. Das ist der Operator plus der Klasse Vektor. Aber er liefert mir auch einen Vektor zurück und das müssen wir jetzt hierher schreiben. Also wir sagen, der Rückgabewert ist Vektor und die Funktion ist aus der Klasse Vektor und heißt Operator plus. Hier genauso. Wir haben hier die Funktion ist aus der Klasse Vektor, heißt printme und liefert uns ein Void zurück. So funktioniert das im Prinzip, so könnt ihr jetzt das Ganze benutzen. Was ihr jetzt hier nur noch machen müsst, hier müsst ihr gar nichts mehr machen, außer zu sagen, das hier schmeißen wir raus und include Vektor, ups, mit K habe ich es geschrieben, Vektor.h. So, und jetzt habe ich hier, und kann hier im Prinzip alles wieder so machen wie gewohnt. Vorsicht, wir müssen jetzt hier tatsächlich noch die const rausschmeißen, weil ich das ja da drüben in der Header-Datei auch gemacht habe. Entschuldigung. Und wir müssen uns hier noch was includen, weil wir ja hier cout benutzt haben. Include, ach komm schon, include iostream. So. Und natürlich, damit wir hier, wobei wir können auch einfach mal std Doppelpunkt Doppelpunkt schreiben. Wir können uns aussuchen, ob wir hier using namespace std machen oder ob wir einfach nur std Doppelpunkt Doppelpunkt schreiben. Ist wie gesagt Geschmackssache. So, das Traurige ist jetzt leider, wir können es hier nicht mehr laufen lassen, weil wir hier einen Fehler bekommen. Nicht definierter Verweis auf Vektor, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Vektor. Ja, wir müssen jetzt tatsächlich wieder in unsere Kommandozeile wechseln, im Terminal öffnen, weil Atom das leider nicht so ohne weiteres kann. Wenn ihr normalerweise Visual Studio benutzt oder wenn ihr CodeBlocks benutzt, müsste es eigentlich funktionieren. Aber ich meine, das ist jetzt auch nicht so schlimm, dass man hier das nicht hat. Was wir einfach machen werden, ist, wir werden G++ benutzen, G++. myfile.cpp und wichtig, dass wir auch noch vektor.cpp mitkompilieren. Die Header-Datei brauchen wir nicht, aber wichtig ist, wie gesagt, dass wir hier myfile.cpp und die Vektor-File mitkompilieren, also dass wir wirklich alles mitkompilieren, was wir hier tatsächlich dringend brauchen. Okay, minus Output in, keine Ahnung, in die Main oder sowas und dann bekommen wir hier eine Main, wenn wir die Main ausführen, ./main, dann haben wir einen Vektor 1466. Gut, sehr schön. So funktioniert das Ganze. Hier geht eigentlich alles super rund. Wenn ich jetzt hier allerdings immer noch auf Ausführen klicke, dann haben wir trotzdem noch ein Problem. Deswegen werde ich wahrscheinlich im nächsten Video wieder alles hier reinpacken, damit wir auch alles schön in einer File haben und ich euch die alle gleichzeitig schön zeigen kann und nicht übers Terminal kompilieren muss, damit es alles, wie gesagt, schneller geht. Aber so könnt ihr natürlich euer Projekt super gut durchstrukturieren und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!